Leute, willkommen zurück zu Pokémon Bloody Platin Nuzlocke Challenge hier auf dem Kanal Donmatic mit mir, mit Vin oder Manu, je nachdem wie ihr euch jetzt das auslegen wollt. Und ja, wo waren wir beim letzten Mal stehen geblieben? Genau, hier waren wir stehen geblieben. Hallo Don! Wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Erzlingen und müssen an Don vorbei. Wir müssen an Don vorbei. Wir haben Lucky, Flora und King Kong dabei. Und hoffen, dass uns Don jetzt nicht so sehr auf die Fresse gibt. Schauen wir mal. Da ist ja unser roter Super Saiyajin. Kleiner Spaß. Ich verstehe immer noch nicht, warum der Edgar steht, aber okay. So. Er leadet mit Mark B, wir leaden mit Lucky. Und schau mal, was Lucky so macht. Bye bye. Und es hat überlebt. Wow. Eine sehr effektive Attacke. Glut. Ich hätte sterben lassen. Aber naja, gut. Bye bye. Mach's gut. Dum, dum, dum. Wow, das waren 199 EP, ne? Hallo Kanimani. Wir haben jetzt hier das Battle der zwei Wasser-Pokémon. Lucky gegen Kanimani. Don hat sich den ersten Part angeguckt und hatte mir zu verstehen gegeben, er findet Kanimani eh cooler. Also war eigentlich schon eine sehr gute Wahl, dass ich mir da Panflam genommen habe, damit er Kanimani hat. Das war für ihn jetzt auch nicht gerade so negativ. Das hat schon gepasst. Aber jetzt müssen wir leider sein Kanimani besiegen mit unserem Lucky, unserer Glücksente, die drei Haare auf dem Kopf hat. Ich habe drei Haare auf dem Kopf. Ich bin viel schöner, werde Döner. Und ja, jetzt wird es hier erstmal ein riesiger Kampf. Wer bringt zuerst die Death des anderen runter? Beide Pokémon auf minus 6. Und jetzt schauen wir mal, was ein Kratzer macht. Fapp. Er reicht nicht. Und bei ihm? Noch weniger. Und tschüss. Bye bye. Bye bye. Ade. Und es reicht nicht zum Level Up. Es reicht nicht zum Level Up. Hey, warum hast du das getan? Level Up. Level Up. Ah, okay. Ah, okay. Okay. Und tschüss. Bye bye. Holen wir King Kong. Dann holen wir King Kong. Und nun? Ja? Wir können auf eine neutrale Glut gehen oder auf einen neutralen Tempohieb. Batsch. Nein, stimmt. Pflanze resistet Kampf nicht. Ich werde der stärkste Trainer, den die Welt je gesehen hat. Ja, Don, wirst du nach mir. Und tschüss. Wir gehen schnell noch die Pokémon heilen, weil ich mag keine Überraschungen. Und es wäre nicht doll, wenn wir jetzt, ja, ne? Es ist ja immerhin eine Nuzlocke und
Ich habe mir die tolle Regel gegeben, ich darf nicht heilen im Kampf. Also heißt es, wir verlieren höchstwahrscheinlich Pokémon, wenn wir jetzt unvorsichtig sind. Obwohl, no risk, no fun. Egal, lieber einmal zu viel geheilt als ein Pokémon weg. Und jetzt fangen wir uns das nächste Pokémon, denn auf Route 203, habe ich gehört, haben wir einen Encounter. Und dieser Encounter ist ein Rettern. Ein Rettern. Ein Rettern mit Bedroher. Ein Rettern mit Bedroher. Oh, ich glaube, ich gehe ab. Hey, da. Ein Rettern. Eines meiner Lieblings-Pokémon aus der ersten Gen. Definitiv. Ja, Leute, das war unser Encounter. Ich hätte vielleicht nicht sagen sollen, dass es eines meiner Lieblings-Pokémon ist. Na, okay. Tja. Encounter verloren. Vielleicht finden wir irgendwann nochmal einen Rettern. Ich würde es mir wünschen. Okay. Na komm, Lucky, tob dich aus. Ein Bedroher rettern, das hätten wir wirklich gut gebrauchen können. Aber gut, es sollte nicht sein. Es sollte nicht sein. Einmal Aussetzer, bitte. Einmal Aussetzer zu mitnehmen, bitte. Es sollte wohl nicht sein, dass wir einen Rettern haben. Okay. So, Lucky. Komm, reiß es. Lucky, du heißt Lucky. Das heißt, du bist unser Glücksbringer. Und jetzt batzt das Mankey. Weißt du, den Encounter batzte weg, aber diesen Schweinenaffen da, den du wegbatzen sollst, den lässt du erstmal zwei Runden stehen, ne? Okay. Lucky ist zickig. Ich hätte dich Zicky nennen sollen. Und nicht Lucky. Oh, ich bin eine Diva. Ich muss das nicht machen. Naja, gut. Lucky ist bereits auf Level 14, dann sollten wir mal Flora nach vorne tun. Weil Flora ist erst auf Level 9 und wir sollten es ein bisschen trainieren. Flora erreicht Level 10. Sehr schön. Okay. Ernsthaft? Ein Bedroher rettern. Reitet nur auf den Wunden rum. Reitet nur drauf rum.
Das war jetzt nichts Persönliches. Das war nichts Persönliches. So traurig, ja, was soll ich sagen? Den Encounter, den ich bekommen hätte, den hast du gerade wieder eingesetzt. Was macht einen ersten Volltreffer, wenn er sehr effektiv ist? Lucky kills the snake. Wow. Ich habe zwar gesagt, Lucky kills the snake, aber deswegen musst du nicht gleich Lucky rausholen. Aber okay. Lucky kills the snake. Und da kommt noch ein Encounter. Was ist es? Shinox. Das ist so mies. Na komm, gucken wir mal, was eine Säure macht. Okay. Na, okay. Einmal voll heilen, bitte. Apropos vollheilen. Schauen wir mal. Ich war nicht einkaufen. Ach ja, komm. Wow. Ich habe den hübschen Orden aus der Elslingen Arena. Sehr schön. Ich bin trotzdem besser als du. Säure. Und jetzt krittest du bitte. Einfach wegkritten. Okay. Kein Krit für uns. Aber Nidoran wurde besiegt. Da kommt Vulpix. Hoffentlich. Okay. Gut.
Ah, okay. Ja, ist es schön, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. Hm? Unser Busch brennt. Buschbrand. Dann schauen wir mal, ob wir den Kampf überstehen. Das ist jetzt natürlich doof, wenn wir jetzt Flora ver... Ich habe kein Wort gesagt. Ich habe kein Wort gesagt, also... Nichts passiert. So. Dum, da, 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 dum, 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 dum. Dann mal Abmarsch. Oh Gott. Leute, das tut mir leid für die Sache, die da eben auftritt, diese Geister. Wow. Wir reden von Geistern und da kommt Retter. Ein Bedroher-Retter in Mendisch. Schnell mal Flora heilen. Noch mal ein paar Tränke geholt. Und dann machen wir uns auf Richtung Erzelingen. Und holen uns unseren ersten Orden. Und im Erzlingen-Tunnel da, den wir jetzt gleich betreten, noch mal ein Encounter. Aber diesmal holen wir ihn uns. Weil diesmal lassen wir Lucky zurück. Obwohl, Lucky ist schon ein guter Name. Es ist eine Lucky-Angelegenheit, ob wir dieses Vieh fangen oder nicht. Obwohl der Name eigentlich nicht darauf zu beziehen war. Okay. Also, wir holen mal... 4 Tränke. Und nochmal 4 Pokebälle. Und noch ein Gegengift. Ein Pokémon mit Mitnahme wäre geil. Jo. Mal schauen, was uns im Tunnel erwartet. Weil unser Encounter für Route 203 ist ja Entenfutter geworden. Dann schauen wir mal. Erzlingentor. Willst du jetzt kämpfen? Oh, ein funkelnigelnagelanger Pocket. Daher schenke ich dir die VM. Wow, wir haben eine VM bekommen. Zertrümmerer. Okay. Dann schauen wir mal. Ein Kleinstein. Ja, fangen wir locker. Da gehe ich jetzt aber nicht auf den Absorb. Oh Gott. Das Vieh hat Steinpolitur. Okay. Und ein Igler. Es ist schneller als wir.
Welchen Nebeneffekt hatte Säure eigentlich nochmal? Jetzt lass uns Glück haben. Glück, Glück, Glück. Komm, Kleinstein, komm zu uns. Schließe dich uns an. Okay. Dann nochmal eine Säure. Und jetzt schließ dich bitte uns an. Sei so lieb. Komm ins Team. Komm auf die dunkle Seite der Macht. Bleib drin. Bleib drin. Sehr schön. Wir haben einen Kleinstein gefangen. Wie nennen wir es jetzt? Wie nennen wir Kleinstein? Wie nennen wir Kleinstein? Muni! Bei Geo war's rund und wie Mond und... Ja, okay. Ich glaube, das vertiefen wir nicht so. Ich glaube, das Thema wird einfach nicht vertieft. Ich glaube, den Orden machen wir in der nächsten Episode. Okay, da kommt der Heuler. Sehr schön. Und noch einmal, weil es so schön war. Wag dich zurückzuschrecken. Geht doch. Ein Hoch auf Flora. Okay, das war jetzt ein bisschen doof. Und... ja, dass das zum Level-Up nicht reicht, war mir klar. Dragosso. Es wird aber schwierig mit dem Trainieren von... Muni. Schade, dass wir keine EP-Teiler haben. Der wäre praktisch. Knochenkeule. Ja, diese Attacke verhindert halt, dass ich in Muni rein switchen kann. Wenn Knochenkeule nicht wäre, hätte ich in Muni rein switchen können und ihm noch ein paar EP geben können. Wow, wir haben Giftpuder. Wir lernen Giftpuder und dann kommt ein Gift-Pokémon. Ist das nicht toll?
Aber gegen Zubat ist Muni im Vorteil. Gut. Tackle. Und da kommt der Superschall. Komm schon, Muni. Okay. Okay. Muni ist verwirrt. Und jetzt batzt es weg. Gut gemacht. Ist nicht mehr verwirrt. Na, ah, Batz weg. Okay. Na, okay. Na komm. Hau es weg. Ach, komm schon. Komm, Muni. 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 Geht doch. Und jetzt Batz es weg. Danke. Und es reicht nicht. Gut. So, Leute. Ich sag da mal, wir werden hier weitermachen, aber erst im nächsten Part. Also Leute, wieder einschalten, haut raus und ciao.